Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch mit diesem schlabbernden Geräusch zurück zu World of Warcraft Battle for Azeroth. Wir sind momentan dabei, so ein paar Gegner umzubringen und unsere Glocke wieder mal mit Seelen zu füllen, die uns dann hoffentlich... Was macht er da? Oh, ein bisschen renovieren oder was? Oh, man muss auch mal ein bisschen renovieren, ne? Der ganze Laden hier, der fällt ja auseinander, du. Das sieht auch nicht mehr gut aus. So ein Schrein braucht Pflege. Euer was? Oh, guck mal, hier wieder Kumpels. Moin. Danke, dass ihr mir den anlockt. Ich finde das nett. Halt mal da stehen. Ich muss dich kaputt hauen. Ich brauche deine Seelenenergie für meine Glocke. Ja, das Urteil war tot. So, eben rein looten. Weiter geht's. Bis jetzt spackert die Kamera nicht rum. Ich erinnere mich noch, letztes Mal hatte ich so leichte Probleme mit der Kamera, weil die einfach meinte, ich fick jetzt durch die Gegend. Aber diesmal ist alles gechillt. Läuft, läuft. Ich habe seither aber meinen Rechner auch einmal neu aufgesetzt. Irgendwas war da los. Es wurde immer schlimmer und schlimmer. Deswegen alles frisch hier. Alles frisch und neu installiert. Ah, moin. Begrüßt euer Ende. Begrüßt euer Ende. Ein süßes Geräusch. So, dann gehen wir mal nach unten. Da sehe ich schon zwei Moglis, die verprügelt werden möchten. Hallo. Du hast so richtig schöne Tentakel. Das sieht so richtig muggelig aus. Wirklich. Macht richtig Bock auf mehr. Begrüßt euer Ende. Ich habe irgendwie mit diesem ganzen Gegrüß auf dem Bildschirm echt manchmal Probleme, den Loot zu finden. Da ist ja richtig was los, Alter. Oh, wir versuchen mal unser Glück. Das wird schon klappen, wir sind doch stark. Komm mal her. So, alle einmal anfracken hier. Oh, kann doch nichts mehr schief gehen. Ja, das war doch sehr erfolgreich. 98, jetzt müssen wir noch einhauen und dann haben wir das doch. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir es geschafft. Oh, was ist mit ihm denn hier los? Richtig die Action hier. Trauert nicht um die Gefallenen. Wir tun, was getan werden muss, um unser Volk zu retten. Der letzte Aufstieg. Hinter diesem Tor befindet sich Lord Sturmsang und unsere Erlösung offenbar hat er es gut versiegelt, um Zeit zu gewinnen, damit er sein widerwärtiges Ritual oder was uns so erwartet beenden kann. Entlasst die Seelen aus der Totenglocke, wenn ihr soweit... Wenn ihr soweit seid, ich werde sie in die Versiegelung leiten, die das Tor verschlossen hat. Danach suchen wir nach Sturmsang und bereiten all dem ein für alle Mal ein Ende. Behaltet immer das Meer im Auge. Ja, ich wollte den Quest annehmen, wenn das... Lässt der Sturmwacht überhaupt rechtzeitig hier eintreffen? Nur Geduld, Talia. Sie werden kommen. Sie werden kommen. Ich sag euch das. So wird das sein. So, dann wollen wir mal das tun, was wir tun müssen. Bam, 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 bam. Wer kennt das nicht? So macht man Türen auf. Einfach mit Seelen beschmeißen, bis sie kaputt gehen. Kommt, Brüder und Schwestern! Lasst uns zusammenstehen! Jo! Steigt! Schwört auf! Bitte? Haltet durch, Samuel! Wir sind gleich da! Bleibt in Bewegung! Die Dunkelheit nagt an seinem Verstand! Das habe ich schon gemerkt. Der ist ein bisschen am Abspattern, der Typ. Oh, vorsichtig. So, da hoch. Der Schrein des Sturms. Was nun? Bruder Pike. Ich dachte, dieser Moment würde niemals kommen. Ist er das? Lord Sturm, sagen ja. Quest beenden.
Das Ende des Sturms. Ich zweifle nicht daran, dass er unsere Gegenwart spüren kann. Doch solange Lord Sturmsang seinen Zauber aufrecht hält, ist der erste Zug unser. Wir haben ihn umzingelt, wie eine solche Ratte es verdient. Wir müssen dem gemeinsam ein Ende setzen, stellt Lord Sturmsang. Oh, als Belohnung gibt's hier dicken neuen Kopfbedeckung. Oh. Es ist vorbei, Sturmsang. Seht euch um. Ihr seid umstellt. Ich sehe nur verlorene Seelen, die um Erlösung flehen. Ist dem so? Sturmsang! Samuel, nein! Ihr habt euer eigenes Ende hergeführt, Pike. Ich muss Pike heißt er, nicht Pike. Retterin überreichen, Ashara. Was bist du denn für ein Dingens? Oh, er sieht auf einmal so stark und mächtig aus. Und unangenehm. Oh. Na, geht's los oder was? Leute? Kämpfen wir? Kämpfen wir nicht? Ja, dann mal los. Okay. Oh, wir sind in irgendeinem Gabbel drinne. Ja, egal. Ich versuche mal in dem Gabbel zu überleben. Das Gute ist, wird sich zeigen. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Ja, ich muss näher ran. Hilft nichts. Ich muss ihm zwischen die Klöten hauen. Was du los? Er hat Gekröse gesammelt. Erstmal das Gekröse umbringen. Oder wir kacken drauf und machen weiter ihn. Ich versuche alles, damit es nicht in meinen Kopf kommt. Ich will es auch nicht in meinem Kopf haben. Mach das mal bitte. Was labert er da für einen Scheiß? Ich glaube, er will uns irgendwelche Abo-Systeme aufschwatzen. Keine Ahnung. Was soll denn sowas? Einmal eine Gratis 6. Eine Gratis 6. Oh, feste drauf. Weit zu gut. Und niemals fallen. Da läuft doch. Er ist tot. Er ist tot und gefallen. Samuel. Er ist tot. Naja, er ist. Nicht vergessen werden. Nicht solange wir standhalten. Hier ist es nicht sicher. Kommt, es gibt einen nahen Wachposten mit Blick auf den Schrein. Nehmt mich mit, Leute. Nehmt mich bitte einmal mit. Danke. Danke, danke. So, du geht's los. Da können wir auch fliegen. So. Benötigt ihr mich? Benötigt ihr mich? Oh, geht so. Guck mal, hier gibt's aber auch hier schöne neue... 2024. Oh, das ist geiler. Der komische Helm da ist geiler. Quest beenden. Du. Warte, ich muss erst den hässlichen Helm aufziehen. So. Der Schrein des Sturms. Geflüster aus der Tiefe. Wir dürfen nicht zulassen, dass Lord Sturmsang sein Werk vollendet. Wenn er die Flotte Ashara ausliefert, wird ganz Kul Tiras angreifbar sein. Es werden unzählige Unschuldige sterben oder noch schlimmer. Wir können nicht mehr warten, bis die Sturmwacht auftaucht. Wir müssen das jetzt zu Ende bringen, um alle zu schützen, die in diesem Tal zu Hause sind.
Wir bringen das für Samuel zu Ende. Besiegt Lord Sturmsang im Schrein des Sturms. Annehmen. Die Strömung leite euch. Die Strömung leite euch. Wir müssen jetzt handeln, wenn wir Ashara die Flotte entreißen wollen. Wir werden Lord Sturmsang zur Rechenschaft ziehen. Und wenn wir dabei sterben. Grüße. Ein neuer Morgen. Das Haus Sturmsang mag verloren sein, aber es gibt in diesem Tal immer noch so viel Hoffnung. Sam wusste das von Anfang an. Wir müssen der Sturmwacht weiterhin helfen, wie wir nur können. Überreste des Hauses sind überall verteilt und wer auch immer diese Dunkelheit über es gebracht hat, ist auch da draußen. Carsten und die anderen werden genau wissen wollen, was hier geschehen ist. Wir sollten es gemeinsam berichten. Trefft Telia im Büro des Hafenmeisters in Boralos. Annehmen. Die Pflicht ruft. Die Pflicht ruft. So, jetzt müssen wir einmal gucken, wenn wir jetzt auf die Map gucken. Also, das hier ist der Dungeon. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir haben noch zwei Dungeons offen. Einmal den hier. Ne, welcher ist denn das? Den, den und den. Also diese drei Dungeons haben wir. Bevor wir uns an die Dungeons machen, weil das ist ja quasi das Ende des Addons, die letzten beiden Dungeons, kümmern wir uns jetzt noch um die verbliebenen offenen Quests, die ich noch habe. Erforschen eben noch den Rest der Map, das ist aber nicht mehr viel. Also ihr seht, hier ist noch ein kleiner Zipfel. Und dann war es das auch schon so ziemlich. Dann machen wir noch die Dungeons und dann sind wir, glaube ich, soweit. Durch mit dem Addon. Doch, sind wir durch mit dem Addon. Aber ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen. So. Also, dann gehen wir jetzt erstmal nach Boralos. Das heißt, ich brauche einmal den Flugmeister. Ich müsste bitte einmal nach Boralos. Ist das Boralos? Ja. Nur dann, man ran. 5 Gold! Alter, wir werden Azerit-Bonus. Ich lasse es mal auf, dass ich das nicht gleich vergesse, wenn wir angekommen sind. 5 Gold, oder kann ich das, wenn wir fliegen, machen? Ich kann das machen, wenn wir fliegen. Umschalt und Rechtsklick. Ja, gönn dir. Man will es ja nicht zu einfach haben, ne? So, eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, in der Nähe einen Tropfen zu erschaffen durch das Einsatz. Bla, was war das hier? Markzerfetzer, das nehmen wir. So, wenn ihr Schaden erleidet, werdet ihr Gesundheit geheilt. Wenn sich dann von 12 Metern keine Gegner befinden, werdet ihr alle 3 Sekunden geheilt. Machen wir lieber den. Schaden ist besser. Kabams und dann den hier. Knochen der Verdammten. Mark Zerfetzer hat eine Chance. Okay, eine zusätzliche Aufladung von Knochenschild zu erzeugen. Nice. Wenn ihr Schaden erleidet, erhöht die Gegenstandsstufe um 5 und verstärkt alle Azerit-Boni, die... Ah, jetzt verstehe ich. Katjong. Nice. Ach, hier, guck mal, erinnert ihr euch noch daran? Wir haben ja schon viel erlebt, muss man sagen. Also, so vom Umfang her war das Addon okay. Für mich jetzt, aber ich spiele es ja auch immer nur so alle 2 Wochen da irgendwie mal 7 Folgen. Da wirkte das schon lang. Wenn man das so durchschnabuliert, kann man das bestimmt an einem Wochenende schaffen, glaube ich. Wenn man möchte. Der Tiergardesund. So, Boralos, da sind wir wieder, die riesige, riesige Hafenstadt. Ach, was ist nun los? Da ist jemand vom Himmel herabgestürzt. Eine Eule. Das Wispern im Wind. Niani, ich brauche eure Dienste. Maiev und Shadris sind auf dem Weg nach Sturmwind, um König Vryn zu ersuchen, bei der Rückeroberung der Dunkelküste zu helfen. Ihr habt euch in der Vergangenheit als loyal gegenüber meinem Volk erwiesen und deswegen bitte ich euch, an der Audienz beim König teilzunehmen und unserer Sache zu unterstützen. Ich glaube, dass wir uns bald wiedersehen werden. Tyrande. Trefft euch mit Maiev Schattensang und Shadris Mondfeder in Burg Sturmwind. Belohnung Segen der Nachtkrieger. Schaltet die Anpassung Nachtkrieger für Nachtelfen nach Abschluss der Questreihe Tyrandis Rache frei. Okay, das ist bestimmt irgendeine Eventkisterei. Moin, hier ist richtig Action in der Hut, Alter. Alter. So, wo muss ich jetzt hin? Was ist das für ein Pfeil? Das Wispern im Wind.
Ein neuer Morgen. There we go. Da will ich auch hin. So, jetzt müssen wir wieder in dieser Stadt den Eingang in das Haus finden. Habe ich ja jedes Mal Probleme mit. Das ist irgendwo hier gleich unten. Wenn wir Glück haben, ist da gleich eine Tür und das läuft. Hafenwache, hallo. Komm ich da einfach so runter? Ja, wir klötern hier jetzt mal vorsichtig runter. Hoppala. Eben ein bisschen die Beine verkrüppelt, das macht nichts. So, hier noch runter, dann sind wir richtig. So, seid ihr zufrieden? Ich habe eigentlich alles soweit gemacht, ne? Was kann ich tun? So, ein neuer Morgen. Ich habe bereits von den meisten Details berichtet. Die Sturmwacht wäre uns bei der Vereinigung von Kultiras ein unschätzbar wertvoller Verbündeter. Dient ehrenhaft. So, was für der Hafenmeister noch? Steckt immer noch der Kampfgeist in Generalschüsse von Tol Dorgor, Questgegenstand. Der Aschenwindaufseher, Tal Dagor. Für Kul Tiras. Wo ist das? Wo ist Tal Dagor? Journal. Ach nee. Log. Hä? Ich will in mein Questlog. Bin ich jetzt doof? L! Wie Lock, sag ich doch. Meldet euch bei Leuten an irgendwem. Bauer. Wir machen mal erstmal die Map auf. Einmal bitte rauszoomen. Gesucht. Dungeon. Der Ruin ist über uns gekommen. Findet den Verfasser des geheimnisvollen Briefs. Ist denn das hier? Dann lasst uns das mal machen. Wir machen jetzt einfach noch ein bisschen Quest, nur offen sind, ne? Der Ruin, meine Freunde, der Ruin ist über uns gekommen. Wo müssen wir denn da jetzt mal hin? Wieder nach da oben. Also brauchen wir jetzt erstmal irgendwie einen Flugpunkt oder so. Irgendwo, wo man fliegen kann. Ja, dann mal los. Kann mir mal einer sagen, wo ich hier fliegen kann? Wenn wir umdrehen, dann ist da einer. Umdrehen und dann seitlich hier irgendwo vorbei. Aber wir werden den schon finden. Wir werden den schon finden. Mein Orientierungssinn ist ja, wie sagt man, extrem gut. Insofern bin ich da guter Dinge. Hier, da hoch und dann gleich rüber. Da wird er irgendwo sein. Muss ja irgendwo oben sein, ne? Da ist noch ein gelbes Ausrufezeichen. Was ist denn hier los? Wie konnte ich denn das noch nicht gesehen haben? Chronistopa. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Schließt 5 Zeitwanderungs-Dungeons ab. Achso, das ist hier so ein... Nicht alles im Ozean hat mein umwerfendes Aussehen. Ist einfach nur so, mach mal irgendwas, damit ihr nicht langweilig wird. In diese Richtung müssen wir irgendwie. Sehr cool. Da oben gleich. Da ist er doch schon. War doch gar nicht so schwer. Guten Tag. Ahoi. Ahoi. So, ich muss dahin. Auch wenn das echt ein bisschen kacke aussieht. Was ist das denn hier? Waren wir da schon? Kommt man denn da am besten hin? Ich weiß jetzt nicht, ob man von da aus da ganz gut hinkommt. Ich glaube, wir gehen dahin und schwimmen dann dahin. Das ist, glaube ich, geiler. Ohne Spaß. Oder hierhin. Wir gehen hierhin und schwimmen dann dahin. Mietbrauerei Mildenhall. Wahrscheinlich ist hier eine fette Küste, dass wir da nicht hochkommen. Aber wir gucken einfach mal. Behaltet immer das Meer im Auge. Das ist wichtig. Das müsst ihr euch merken. Hashtag Real Talk. Immer das Meer im Auge behalten. Ja, Hahn, ist ja gut, wir hören dich, ja. Das machst du fein. Ja, ja, ja. Wir fliegen jetzt trotzdem noch zu Ende. So viel Zeit muss noch, ne? Ich glaube, ich den ganzen Weg wieder zurück. Fast den ganzen Weg wieder zurück.
Da hinten ist die Riesenkrake. Und dann ist das da irgendwo da. Wollen wir mal schauen, wir kommen da schon irgendwie hin. Ich habe da ein gutes Gefühl, also... Man muss halt einfach Zuversicht haben. Dann schafft man das, dann kann man alles erreichen. Ja? Mit Zuversicht schafft man alles. Doodle, 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 doodle. Einmal anlanden, Kadenz. Ach, bei den geilen Bienen. Ja, ich erinnere mich. Na gut, mit dieser wunderbaren dicken Biene verabschiede ich mich dann heute erstmal bei euch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.